Ich begrüße euch zu meinem neuen Projekt. Wir haben dieses Jahr einen neuen Brunnen gebaut und in diesem Video werdet ihr sehen, wie wir den ersten Teil des Brunnens mehr oder weniger fertigstellen. Wir haben uns jetzt hier im Garten eine Stelle ausgesucht, wo wir nachher leicht mit dem Wasser, was wir hoffentlich fördern werden, an die bereits bestehende Wasserleitung rankommen und natürlich auch Strom haben. Wir heben uns als erstes mal so ein kleines Löchlein aus, damit wir da dann unseren Brunnenbohrer ansetzen können. Hier seht ihr jetzt, wie wir mit dem Handbohrer anfangen, ein Loch zu bohren. Wir werden wahrscheinlich mit diesem Handbohrer 5-6 Meter weit kommen. Leider immer nur in kleinen Schritten, so 20 cm weit. Es ist doch eine sehr mühsame Arbeit. Ihr seht, wie wenig Aushub jedes Mal dabei rauskommt. So, der erste halbe Meter ist geschafft und man merkt schon, man kommt so ein bisschen auf Steine. Nicht ungewöhnlich, gerade in den ersten 2-3 Metern, dass man da auch so ein bisschen Steine kriegt. In der Regel ist es vielleicht auch nur so vergrabener Schutt. Jetzt kriegen wir auch noch ungebetenen Besuch. Die ersten Steine machen sich bemerkbar. Die ersten 3 Meter sind geschafft. Man sieht es, wir haben schon die Verlängerungen montiert. Die Menge des Aushubs ist jetzt auch schon deutlich höher, weil der Boden wesentlich reiner, also weicher ist. So, jetzt treten die ersten Probleme auf. Wir haben jetzt den Bohrkopf entfernt und fangen jetzt nur mit dem Gestänge an, an einem Stein, der unten quer liegt, so ein bisschen dann rumzuarbeiten und versuchen, den irgendwie zu lösen. Im Schein der Taschenlampe sieht man jetzt ganz deutlich den Stein, den wir irgendwie entfernen müssen. Hier ist jetzt der Übeltäter. Wir haben dieses Loch jetzt so ein bisschen erweitert, um den Stein lösen zu können bzw. zu bergen und haben auch gleich noch ein KG-Rohr eingebaut, damit es nicht weiter zusammenfällt. Dieses wird natürlich anschließend entfernt. Nachdem wir auf ca. 6 Meter waren und mit dem Bohren nicht mehr weiterkommen, setzen wir jetzt das Brunnenrohr ein. Das erste Meter ist ein normales Rohr, welches nicht geschlitzt ist als Sumpfrohr. Dann folgen 2 Meter geschlitztes Rohr. Dieses wird nun vorsichtig heruntergelassen. Hier seht ihr jetzt, wie wir das Rohr aufschrauben, an der sich die Klammer befindet, zur Auflastung. Hier werden wir jetzt unsere Gehwegplatten rauflegen, damit wir ordentlich Gewicht auf das Brunnenrohr bringen. So, wir haben jetzt mit 10 Gehwegplatten unser Brunnenrohr beschwert und lassen jetzt die Kiespumpe nach unten. Ziehen am Seil
betätigen wir die Kiespumpe und wir sehen, wie jetzt das Brunnenrohr einige Zentimeter absinkt. Nach einigen Zügen, wenn wir vermuten, dass sich ordentlich viel Kies in der Pumpe befindet, holen wir diese hoch, um den Kies aus der Pumpe zu entfernen. Es war leider jetzt nicht sehr viel. Vom Kies her sieht es aber schon sehr gut aus. Hier seht ihr jetzt die Konstruktion mit einer Leiter und einer Umlenkrolle. Achtet darauf, dass die Leiter gegen Umfallen gesichert ist. So, mit dieser Methode sind wir mittlerweile bei 18 Metern. Wir haben genügend Wasser. Wir werden aufgrund der Witterung, weil wir haben jetzt Mitte Dezember, den Brunnenbau einstellen und den Brunnen im Frühjahr weiterbauen. Das heißt, wir werden eine Brunnenstube bauen, ihn verschließen und werden dann in einem zweiten Video das euch alles nochmal zeigen.